Ja, danke und hallo mal, dass ich da sein darf. Ich werde euch heute kurz meine bzw. unsere App Barkit vorstellen. Kurz vorweg einmal, wer hat schon von Barkit gehört oder weiß, was es ist da? Okay, wir haben einen ein bisschen, ja. Wer hat schon die Beta getestet von euch? Noch keiner? Passt ja. Dann ist gut, dass wir heute mal einen kleinen Vortrag haben. Wie gesagt, ich werde euch einfach ein bisschen was erzählen. Wie schaut es aus derzeit mit unserer App? Wir werden nächste Woche sozusagen launchen. Wir sind jetzt im Moment in der Beta-Phase, haben getestet mit ca. 150 Usern und haben auch nächste Woche unser erstes großes Event, das wir jetzt eh hören. Und ich will auch einfach kurz einen Einblick geben, was kann die App natürlich selber und wie war die Entstehungsgeschichte, was machen wir intern, wie gehen wir vor, jetzt auch ein bisschen marketingbezogen natürlich, weil das vielleicht interessant ist, einfach so einen Einblick zu gewinnen da. Ja, ich fange mal ganz von vorne an, also wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Es hat zwei von unseren Gründer, der Chris und der Steve, die waren in Barcelona, die waren auf Urlaub und ja, wie es halt so ist, in einer Stadt, in der man sich vielleicht nicht perfekt auskennt, wo man noch nicht gewesen ist, die wollten natürlich auch das Nightlife quasi ein bisschen genießen und ja, das stellt sich natürlich immer die Frage, man will fortgehen, wo ist in einer fremden Stadt, wo geht man dahin? Man kann natürlich ein bisschen im Internet recherchieren, schauen, wo gibt es die besten Clubs, was auch immer und ja, im Prinzip endet es dann halt in der Stadt. Und du findest irgendwo einen Club und es schaut saugeil aus. Es ist eine lange Schlange vor, denkst du, jawohl, der ist leiwand, da gehen wir hin. Und ja, vielleicht kennst du einen oder andere aus Wien, du stellst dich dann lang an, eine halbe Stunde, zahlst vielleicht noch viel Eintritt, stehst dann drinnen und die Tanzfläche ist komplett leer und es ist ja auf gut österreichischer Schaß einfach. Und damit ist der Abend dann ja quasi gelaufen und da haben sich die beiden damals einfach gedacht, das muss doch besser gehen, das muss man irgendwie kommunizieren können. Gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit, wo man sich informieren kann, was wirklich jetzt real-time zu dem Zeitpunkt los ist und was da passiert? Und ja, so ist im weitesten Sinne quasi unsere App entstanden. Ja, das war mal quasi, wie es dazu gekommen ist. Natürlich. Worum geht es in der App jetzt selber? Also wir sind jetzt nicht wo ist eine kurze Schlange und ist viel innen los Party-App, sondern wie man schon vorher quasi gesehen habt, das ist unser Schlagsatz quasi, wir sind eure anonyme lokale Community. Ist ein netter Satz, aber was heißt das jetzt genau? Mit unserer App kannst du quasi posten und das Ganze passiert anonym und lokal, sprich in deinem Umkreis von 5 Kilometer. Also das Ganze funktioniert mit GPS und das, was du postest und das, was andere posten, siehst du nur im jeweiligen Umkreis und sozusagen wirklich das, was halt für dich relevant ist. Ich meine, man kann da eher ein paar Beispiele sehen. Entstehungsgeschichte, wie gesagt, wo sind Partys, Events? Ich möchte realtime wissen, was gerade los ist. Aber natürlich andere Sachen, wie ich suche noch Partner, jetzt ist gerade wieder die heiße Prüfungsphase, ich suche noch Lernpartner, kann ich reinschreiben oder eben, wenn man in einer fremden Stadt mal unterwegs ist, schreibt man, hey Leute, ich bin jetzt da, wo gibt es eine geile Pizza oder im Sommer, wenn es wieder mal 40 Grad hat in Wien und irgendwer kommt auf Besuch, wo kriege ich ein gescheites Eis, was nicht 5 Euro kostet, eine Kugel in der Innenstadt drinnen. Ja, das sind einfach Sachen, für die unsere App einfach gedacht ist. Und wie gesagt, das Ganze ist anonym, das heißt, du brauchst dich nicht einloggen, nicht anmelden, Facebook-Style-mäßig irgendwelche Daten hergeben, die dann überall landen, sondern du gehst einfach rein und kannst im Prinzip losposten bzw. parken in unserem Fall. Wie gesagt, das Ganze ist lokal, also im Standardfall im 5 Kilometer Umkreis und du hast wirklich einfach deine relevanten Daten, die du suchst, dort, wo du jetzt bist, auf einen Schlag dann gefunden. Und ja, das sind so ein paar Use Cases und uns ist einfach wichtig, dieser Help-to-Help-Gedanke, dass einfach die Community da ist und dass man sich gegenseitig weiterhilft, dass jederzeit man einfach Antworten bekommen kann auf seine Fragen und das Ganze soll eben
mehr in Richtung Messenger gehen, dass man jetzt nicht sagt, wir sind ein Forum und da stelle einer eine Frage und in einer Woche kommt eine Antwort oder man sieht dann irgendwas, was mal 2013 wer auf TripAdvisor geschrieben hat oder was auch immer, sondern das Ganze soll eben anonym, lokal und vor allem live auch sein, dass man immer am Puls der Umgebung quasi ist und weiß, was um einen rundherum passiert. Ja, ich gehe mal ein Stück weiter. Das ist natürlich eine gewisse Problematik, weil das eine Art ein Netzwerkprodukt quasi ist, das einfach exponentiell mit jedem Nutzer User steigt ganz einfach der Nutzen von dem Ganzen. Und das ist natürlich immer schwer. Am Anfang hast du halt 0 User, beziehungsweise wir sind ein Team von 7 Leuten, dann hast du halt 7 User am Anfang. Aber wie bekommst du die Leute, dass da wirklich dieser Effekt entsteht und dass du irgendwann diesen Hockeystick hast, wo dann die ersten paar 100 User kommen und da dann wirklich die Community quasi explodiert. Und das ist, wie für alle Startups natürlich oder für viele Startups, gerade im App-Bereich, eine von den Herausforderungen, die wir uns jetzt entgegenstellen. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt in der Beta-Phase, launchen nächste Woche. Und wir fokussieren, wir sind eine sehr kreative Gruppe, wir haben viele Ideen, aber hast einfach nicht die Ressourcen als Startup, dass du in alle Bereiche jetzt reinfasst, sondern wir haben jetzt gesagt, wir fokussieren uns wirklich mal am ersten Punkt auf die Unis, weil das eine Art Zielgruppe von uns ist. Die Studenten wollen wissen, mit wem kann ich gemeinsam lernen, wo ist am Abend was los, wo kriege ich ein gutes Essen, ich habe nicht unendlich Kohle, selber kochen kann ich auch nicht, Nudeln mit Pesto schaffe ich vielleicht noch. Aber ja, das sind einfach so Sachen, deshalb versuchen wir da auf den Unis präsent zu sein, mit den Leuten direkt Kontakt aufzunehmen und die so in unserer App zu bekommen. Und ja, weil ist quasi unser Zielpublikum Nummer eins, da die meisten auch recht technikaffin sind, die meisten rennen mit einem Handy herum, haben Apps oben und nutzen die auch eigentlich regelmäßig. Was ist unsere zweite Zielgruppe? Schüler natürlich, geht in eine ähnliche Richtung. Weil man ganz einfach die Kommunikation intern in der Schule natürlich für einige interessant wird. Man muss natürlich aufpassen, was wir nicht wollen. Es gibt schon zuhauf und das wollen wir nicht sein, eine App, wo man sagt, okay, du bist anonym, ja, poste einfach irgendeinen Schaß oder nur lustige Geschichten oder was auch immer, sondern wir wollen halt wirklich eine Helping Community sein, wo man in Realtime einfach jemand anderen fragen kann und das Feedback bekommt, das man sich wünscht. Und eine Schiene, zu der ich dann eh auch noch komme, die für uns sehr interessant ist, sind ganz einfach Events. Dadurch, dass wir eine lokale App sind, ist es natürlich sehr interessant bei großen Events, ich sage mal Festivals, Messen, dass man da einfach bei dieser Messe quasi als Messenger für dieses Event fungiert, dass man sagt, was eins von unseren Features ist die Featured Locations, die sogenannten, sprich Kunden können ihren eigenen Bereich sozusagen definieren, der dann speziell die Leute nur in diesem Bereich unsere Parks eben sehen können. Wenn zum Beispiel Traumfall sagt, Donauinselfest kommt her und sagt, okay, die Leute, die kennen sich da nie aus, wo ist was los, wo kriege ich das oder das, können sie ihr Gelände definieren, die Leute gehen rein, sehen auf der linken Seite, ich weiß nicht, ob man es da wo sieht, wird dann angezeigt, in welchem Bereich man sich quasi befindet, also wenn es jetzt reingeht, steht halt Wien dort, da wird dann im Optimalfall halt stehen, Donauinselfest und du kannst wirklich intern auf den Event dann kommunizieren quasi. Und das ist ein sehr interessanter Punkt für uns und da werden wir auch nächste Woche starten, wo wir uns sehr freuen bei der Shirty-Messe, das ist nächstes Wochenende. Das ist die größte sozusagen T-Shirt-Messe mit vielen Independent-Labels aus Österreich und da werden wir quasi das offizielle App fungieren und die Leute können vor Ort dann ihre Parks quasi abgeben und kommunizieren exklusiv wirklich in dem Bereich, also es ist im WUG wird das stattfinden, dann mit den Leuten, die vor Ort sind. Was ein weiteres Feature ist, man kann natürlich nicht nur seine Texte posten, sondern natürlich auch seine Bilder und das ist natürlich sicher eine interessante Sache, gerade bei so Events, wo man dann sagt, hey,
schaut das Leiberl an, wie gefällt euch das? Die Leute können upvoten, downvoten das Ganze natürlich. Das Ganze wird ein bisschen interaktiv, man kann die Community fragen, sich Feedbacks holen, sehen, wo es die interessantesten Sachen gibt. Und das ist einfach eins der Dinge, die wir den Leuten bieten wollen und damit einfach einen Mehrwert schaffen wollen zu irgendwelchen Messenger-Geschichten, wo man Memes postet oder halt dumme Sprüche. Also das Ganze basiert ganz einfach auf den Help-Gedanken. Ja, grundsätzlich, das war's jetzt mal quasi ein kurzer Einblick, was kann die App, wie schaut unser Marketing aus. Wie gesagt, unsere Aufgabe wird einfach sein, dass wir schaffen, die Userbasis zu legen, einmal mit ein paar hundert Usern, dann vierstellig werden und dann ja, tut man sich dann hoffentlich ein bisschen leichter, wenn die Community da ist, dass das Ganze dann wächst, man mehrere Events hat und ja, ist halt eine harte Zeit, wie es jedes Startup halt am Anfang hat. Ja, join der Beta now. Wie gesagt, wir sind im Moment noch in der Beta-Phase. Nächste Woche Montag gibt es uns sowohl im Android als auch im iOS-Shop. Aber ja, wer von euch hat iOS? Okay, das ist vier Leute. Wenn es für euch okay ist, ich kann euch dann gern, wenn ihr mir eure E-Mail-Adressen geben wollt, ich kann euch dann quasi up to date halten, wann die App draußen ist. Es ist, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen tricky für iOS. Da gibt es quasi für die Beta-Phase, muss man sich von Apple eine Beta-App runterladen, sich dann eine E-Mail schicken lassen, dass man von uns die Beta-App runterladen kann. Also ist nicht so einfach. Und darum haben wir uns auch entschlossen, ganz einfach, dass wir nächste Woche launchen, weil das interessiert natürlich die Leute nicht. Bei Android ist es so, dass man die Beta-App quasi ganz easy downloaden kann. Und quasi, was ich mir wünschen würde jetzt von euch für alle Android-User, wenn ihr jetzt einfach auf bucketapp.com geht, dort findet ihr gleich die Anleitung und könnt ziemlich easy die App runterladen. Und nachdem ich euch ja, da nicht nur von euch fordern will, sondern euch quasi einen kleinen Value auch bieten kann, haben wir uns überlegt, also ich werde jeden Android-User mal ein paar Minuten, sage ich mal, Zeit geben, dann können wir kurz Fragen Q&A machen. Und wir haben uns gedacht, nachdem nächste Woche wir da beim Shirt-Event präsent sein werden, da ist am Freitag quasi die fette Opening-Party am Abend und wir werden das ein bisschen interaktiv machen. Ich werde dann, wenn jeder quasi bereit ist, kurz eine Frage posten unter dem Hashtag Stockwerk und dann eine kurze Frage. Und der Erste sozusagen, der mir diese Frage dann beantworten kann, der kriegt einen Free Entry sozusagen für die Opening Party am Freitag. Und ja, wie gesagt, ich gebe jedem mal ein bisschen Zeit zum Runterladen und ich würde mal sagen, danke mal erstmal fürs Zuhören, dass ich euch kurz die App präsentieren habe können und wenn es einmal Fragen gibt, würde ich sagen, machen wir das und dann werde ich kurz den Bug reinhauen und dann schauen wir, wer am schnellsten von euch ist. Danke einmal. Ja, also, gibt es von eurer Seite Fragen, Wünsche, Anregungen, Ängste, was auch immer, ja, bitte. Weiß ich nicht. Ich finde den Gedanken der App super, vor allem wie du sagst, man deshalb Community ist, wo die Leute einander helfen. Ja. Wie wollt ihr sicherstellen, dass die Leute wirklich einander helfen und einander flavern oder sonst was? Das Zweite, was du sagst, man kann Bilder posten. Ja. Werden die Bilder, wenn ihr jetzt Bild hochladet, wird das zuerst überprüft oder wird das sofort in ganz Wien präsentiert? Weil wann das so ist, ist das, glaube ich, ziemlich bedenklich. Ja, also es ist zum ersten Punkt, muss man ehrlich sagen, ist eine schwierige Challenge, weil du kannst natürlich, gerade dadurch, dass wir eben anonym auch sind, du kannst den Leuten nicht sagen, ihr dürft jetzt keinen Witz reinposten oder einen blöden Spruch oder was auch immer. Es gibt natürlich einen gewissen Filter und wir haben natürlich Grenzen. Wie gesagt, Meinungsfreiheit und alles ist natürlich nett, aber wenn das über dann eine gewisse Grenze hinausgeht, haben wir natürlich die Möglichkeiten, das rauszunehmen. Aber natürlich, das ist eine große Challenge für uns. Uns richtig zu positionieren und das ist eben einer der Punkte, die wir schaffen wollen, indem wir das Zielpublikum einerseits direkt ansprechen und ihnen
quasi unsere Wunsch-Use-Cases einfach rüberbringen. Also so wie jetzt, wir kommen nicht her und sagen, was sind eure lustigsten Sprüche, eure besten Memes, die ihr gefunden habt, haut es rein, sondern dass wir das von Anfang an einfach so kommunizieren, dass die App da ist, lokal, live und anonym einfach den Leuten zu helfen. Und auf der anderen Seite, was denke ich ein wichtiger Schritt für uns ist, dass wir über die Events gehen, über Kooperationen, dass man da ganz einfach die App nutzt, um interaktiv mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Eben wie gesagt, wir sind jetzt nächste Woche auf der Shirty-Messe und ja, da wird das zum Beispiel auch so sein. Da kannst du interaktive Gewinnspiele machen, die meisten Upvotes für ein T-Shirt oder einfach die Leute fragen, was fällt doch besser oder einer haut rein, okay, der Stand ist sau cool, da kannst du selber deine Logos aufs T-Shirt machen oder was auch immer. Dass wir einfach von uns aus in diese Richtung gehen, in der wir die App einfach selber sehen, dass das in dieser Help-to-Help-Richtung geht. Aber natürlich, eben, das ist eine große Challenge, man kann natürlich keinem was verbieten. Ein bisschen Spaß gehört im Leben dazu, das ist eh klar, aber ja, wird im Endeffekt eh nur die Zeit zeigen können, wie sich das Ganze dann entwickelt. Und vom Zweiten her, Bilder grundsätzlich, es gibt beide Varianten natürlich, dass man sagt, man schaltet ein Bild frei, wenn es bestätigt wird von uns, oder es ist sofort online. Also im Normalfall wird das einfach sofort online sein, so wie es halt natürlich auch bei Facebook oder was ist. Und ich hoffe mal, dass so sein wird, dass wir einfach irgendwann so viele User haben, dass du nicht jede Sekunde da sitzen kannst und halt klickst und irgendwann halt dann einen Stau hast von den Bildern, dass die schon eine Woche zurückgehen und da will wir eigentlich wieder das posten. Also man wird das Ganze einfach so machen, wie es halt in den meisten Fällen gehandhabt wird, dass man sagt, man kann, die anderen User können das flaggen, wenn halt wirklich irgendein ganz lustiger daherkommt, der halt seine, ich will jetzt nicht sagen seine Genitalien oder irgendwas anstößig halt, es halt postet. aber ja, wie gesagt, das wird dann geflaggt werden und so muss man halt schauen, dass man die Leute rausfiltert, aber wir... Nicht was? Ich muss dich vorerst enttäuschen, aber wir sprechen unter vier Augen, dann vielleicht kann man da was machen schon. Aber ja, Premium-Genital-Version ist derzeit nicht geplant, aber ja, wir sind für alle Inputs offen, aber nein. Bitte. Wie meinst du jetzt? Du brauchst im Prinzip nichts, du brauchst Internetverbindung klarerweise und man sollte das GPS eingeschalten haben. Also es geht teilweise auch, wenn du in einem WLAN bist oder über deinen Telefonanbieter, kann auch die Position bestimmt werden, aber im Optimalfall, dass das wirklich eben metergenau funktioniert, sollte das mit GPS solltet ihr es mit GPS nutzen, weil einfach das natürlich der Gedanke ist von einer lokalen App, dass man weiß, wo du bist und dass natürlich du keine Fehlinformationen bekommst, dass man da nicht, dass du eigentlich jetzt da bist und Informationen kriegst, was gerade in Floridsdorf los ist oder so. Ja, aber wie gesagt, sonst ganz normale App, Internetverbindung brauchst und dann kannst du eigentlich schon loslegen. Derzeit noch gar nicht, aber das liegt nicht dran, weil wir nicht wollen, sondern wir sind jetzt quasi seit knapp einem Monat ist unser Team jetzt wirklich zusammen, haben unsere Leute gefunden und wir haben einfach jetzt noch nicht die Zeit und die Ressourcen gehabt, dass wir wirklich hunderte von Events da durchgehen. Für uns ist das wirklich jetzt einmal ein schöner Kickoff in der Woche, in der wir launchen, dann ein Event zu haben, bei dem 3.000 bis 5.000 Leute erwartet werden. Das ist schon eine super Sache. Aber ja, das ist natürlich eine interessante Sache. Also ich sage einmal, wenn irgendwer da ist, der selber Events macht, Messen macht, Leute kennt, die das machen und vielleicht einfach eine interne Kommunikation für das Ganze brauchen würden, für die das interessant ist, kann er uns gern einfach mich ansprechen oder sich bei uns melden und wir sind einfach offen und ich denke mal, für viele Bereiche kann das einfach, dass da eine konstruktive Kommunikation zustande kommt, ist das einfach sowohl für uns natürlich ein Gewinn, wenn wir kooperieren können und auf der anderen Seite fürs Event ein Gewinn. Ja.
Erste, was ich gedacht habe, ist eigentlich Militär. Okay. Das ist optimal. Aber als zweiten Gedanken, also jetzt mit dieser Flüchtlingsgeschichte, also meine Freundin vom Roten Kreuz und die dort waren, ja. Die Organisation ist gut, ja, die kennen sich, aber die Kommunikation ist nicht so gut. Ja. Das heißt, allein wenn du zum Roten Kreuz gehst und sagst, okay, nett, das wäre mein zweiter Gedanke, ich bin von außen nicht. Ja, ja, ja. Da gibt es wahrscheinlich kein Geld vom Roten Kreuz, aber du hättest mal. Ja, nein, das ist auch, das ist jetzt nicht sicher. Natürlich, wir gehen jetzt nicht hin und sagen, gibt es und was und machen wir das. Also gerade jetzt am Beginn, also das sind genauso Sachen, wo wir eben hinwollen. Einerseits Kunden, die selber im Optimalfall selber sehen, hey, wir haben wirklich dein. In dem Fall ist es kein Event, sondern einfach eine Location, wo viel los ist und die Kommunikation ist einfach nicht optimal. Da gibt es, ja, ob das jetzt da ist oder eben bei Festivals, wo irgendwas über einen großen Bereich verstreut ist, das sind sicher interessante Einsatzgebiete. Und wie gesagt, wir freuen uns, wenn Leute uns da Input geben und mit uns kooperieren wollen und wir schauen natürlich aktiv dann selber auch, wo wir da arbeiten können, aber sicher ein interessanter Gedanke mal. Auf jeden Fall danke für den Input, aber wir können es eh genau dann anschauen, nachher auch wenn du willst. Also das sind sicher Einsatzgebiete, wo das Ganze Sinn macht und wo wir uns eben versuchen dann zu differenzieren von einer reinen Kommunikations-Messenger-App, wo man halt so irgendwie herumschreibt. Also solche Sachen sind dann natürlich optimal.